So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im LS22. Wir sind wieder auf der Gemeinde Radio unterwegs, die Familie Raftzahn. Es ist Freitagabend, wir sind wieder im Stream. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wen haben wir denn heute am Start? Einmal Leonard. Hallo, Hallöchen an den Stream und an die Folge. Hallo. Dann haben wir einen Rolf. Guten Abend. Und einen Skiffy. Abend. Und meiner einer. Und der Rest hat sich nicht vorbildlich abgemeldet. Wie es halt immer so ist. So, nachdem wir letzte Woche hier Gras abgefahren haben, hat der Wolf hier um Hilfe gebeten. Wir haben hier einen Auftrag angenommen bezüglich Stickstoffausbringung. Ich soll nördlich anfangen. Wo ist Norden? Da wo das gegenüber Auf vom der Süden. Karte oben. Na klar, oben. Also drehe ich einmal mein Vehikel um. Wir fangen ganz oben an, ne? Geht's oben los. Hier steckt riesig. Okay. Aber was gibt's gerade so für Betriebskosten bei uns? Ja, die ganzen Maschinen. Dein Trecker war auch wieder halb Schrott. Skiffy hat neue Ja, mal ist Bleistifte halt. bestellt. Klar, Also, immer. Marken ist halt ein Arbeitsgerät, das man halt sehr oft benutzt. Stickstoff. Entschuldigung, dass ich da nicht richtig warte. Das war jetzt gerade die Seemaschine. Das geht aber Ausbringen, noch. Menge ändern. Auf wie viel? Auf kleinste Menge? Ein. Kleinste Menge reicht also für den Auftrag. Das erkennt das Spiel an. Ich befürchte nur, wir werden unsere Gereste auf die Weise niemals loswerden. Mei. Weil ich guck mal, wie viel ich jetzt hier schon geschafft habe. Und das ist alles noch die erste Tankfüllung. Ich habe noch 62% drin. Okay. Normalerweise kannst du gar nicht so schnell gucken, wie so ein Fass leer ist. Okay. Können ja bald irgendwann auch einfach die volle Menge draufsetzen, die wir brauchen, wenn wir genug haben. Wie schmeißt der raus hinten? Wie meinst du das? Da kommt nichts raus. Ach so, nee, du musst ja auch runterklappen, dann kannst du erst einschalten. Aber der klappt nicht. Also absenken. Ja, würde ich gern. Er bietet es mir aber gar nicht an. Ach da, jetzt habe ich's. Gerade eben hat er es nicht gehabt. Am anderen drin. Hier. Mein Hammer bietet mir auch nicht Auch draufschlagen nicht? an, das muss ich schon selber machen. Ach, immer die kleinen Feinheiten, ne? Ne. Jetzt aber. Eieiei. Na dann. Bis ich's hab, bist du fertig.
Ja, meine Lieben, ich möchte gerne noch zwei neue Abonnenten begrüßen und alle, die jetzt neu dazugekommen sind, und zusätzlich hier eine kleine Info. Einmal. Und ein herzliches Willkommen an Manuela Knob. Oder Knob. Vielen Dank für euer Abo. Was machen wir hier mit? Das Unkraut doch. Dark ist auf der 42. Mhm. Na, wir müssen immer gleich, also aussehen gleich nochmal mit dem Striegel hinterher, dann hat sich das mit dem Unkraut. Mhm. Ich kriege jetzt gerade das Kraut gar nicht mehr so wirklich nicht mehr weggestriegelt. Dann würde ich sagen, fast scheiß drauf. Wenn du da jetzt mit Chemie drüber gehst, dann hast du auch am Ende wieder Einbußen wegen dem Chemiezeugs. Ja, ja, das sowieso. Boah, das Alter, krass, das andere Teil hat aber eine ganz schöne Spannweite, oder? Wahnsinn, ja. Ich glaube, hier müssen wir echt nochmal Uschi. So mit Glühmann. Wie ist der Verbrauch bei dir, Peter? Ja. Ordentlich, das geht. Läuft. Geht schon ein bisschen was raus, aber... Was ist die kleinste Ausbringmenge bei dir? Ein Kubik. Auf einen Hektar. Ja, ist ja bei mir auch. Und jetzt habe ich jetzt langsam so einen halben Tank verbraucht. Das ist, weil so eine langsame Fließmenge muss ja echt Angst haben, dass die Düsen nicht eintrocknen. Ja. Okay. Ja, passt eigentlich ganz gut, ja, 87%. Aber Skiffy hat schon recht, wenn wir damit irgendwie auf lange Sicht, bevor wir dann an den Gärresten ersticken, dann bringen wir halt mehr aus, wenn wir nichts kriegen. Obwohl ich auch mal gesehen habe, gibt es eventuell an der BGA selber die Möglichkeit, die Gärreste auf direkt verkaufen zu stellen? So wie Elektrizität oder so? Gibt es, glaube ich, bestimmt. Sonst, ich meine, wenn das so... Aber dann wird es immer null bleiben, ne? Ja. Nee, ist schon richtig. Wir können dann ja immer, weißt du, wenn das so an den Overkill geht oder sowas, dann schöpfen wir eine gewisse Menge ab, schütten das in die Gülletanks, sodass wir so eine Reserve haben. Und alles, was dann noch darüber produziert wird, da gehen wir auf direkt verkaufen für eine Weile. Das kann man schon machen. Ja. Und man sagt mal, wenn es ein bisschen was aufs Lager, das reicht uns erstmal. Ja, dann können wir daraus umstellen. Wieder Aufträge bestreiten mal, und selber düngen. Mhm. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, man kann die Gärreste direkt verkaufen. Ja. Zumal wir ja, wenn wir unsere eigenen Felder damit düngen, werden wir ja größere Mengen ausbringen müssen, weil mit diesem, ich sag mal, symbolischen Auftragen hier kommen wir auf den eigenen kommen wir bei uns selber ja nicht aus. So, das wird jetzt merkwürdig. Und ich weiche ein wenig aus. Wenn es geht, der hat einen riesen Uschi hinten dran. So, haben wir noch irgendwo eine Ecke? Das Feld hat ganz im Süden unten noch so einen kleinen Zipfel hinter den Strommasten. Mhm. Da muss wahrscheinlich einmal durchgehen, dann ist das erledigt. Düse ich mal nach hinten. Skiffy, hast du gerade aus dem Schirm, wie viel Gärreste wir noch haben gerade in der Biogasanlage? 27.000 Liter plus 99.000 Liter. Und wir haben, glaube ich, eine Kapazität von ein paar Millionen Litern, oder? Mhm. Dann ersticken wir ja noch nicht so schnell.
80% von Feld 18 erledigt. Jetzt so einigermaßen auf der Zeit gestrickt, aber hab nicht was weggemacht. Zu weit ist. Mach jetzt auf dem Hof und danach schaue ich noch weiter, was ich. Ja! Bald fertig sein, oder? Ich habe auch so das Gefühl, die nehmen es jetzt ziemlich genau, kann das sein? Ich glaube auch, ja. Das Blöde ist, du kannst auf der Karte jetzt nicht mehr so wegen Precision Farming so genau abverfolgen, wo wir schon überall waren. Du musst immer noch auf der Minikarte angezeigt. Ja. Ah, warte mal, die kann man da ja wird's angezeigt, machen, ja. Oder? Ja, genau. An einer bestimmten Stelle geht's. Also mit dem ersten Viereck, wenn du den hast, dann kannst du gucken. Ich glaube, das kannst du auf allen gucken, du musst nur auf dem Feld sein. Naja, sobald du auf dem Feld bist, kannst du es sehen. Ja, dann aber mit der großen Einstellung kannst du es blöderweise nicht sehen. Doch. Um die Strommasten rum und wenn du jetzt nochmal ein Stück geradeaus fährst, da ist auch noch was frei. Mhm, das sehe ich, ja, genau. Und hinter dem nördlicheren Strommasten könnte man zur Not auch nochmal durchziehen, aber ich glaube, das kommt schon mit deinem Kleinen eher durch. Da hinten schon tue ich mich, glaube ich, schwer mit meinem Großen. Ziemlich pingelig hier für das, was sonst so ausreichend ist. Ja. Wir wollen alle einfach unsere gute Gärreste haben. Die Pflanzen lieben es doch. Genau, Mountain Dew weiß, was Pflanzen mögen. Genau. Sie haben ein Düngerproblem? Rufen Sie Familie Raft an. Wir düngen mit astreinen Gäresten. Wir düngen auch Ihren Gehweg oder was auch immer. Wir düngen alles. Auch Ihren Garten. Müssen Sie nur ein bisschen Platz schaffen. Ich komme mit großen Geräten an. Also, ich bin jetzt auch wieder frei geworden, also... Du bist frei? Hast wieder... Könntest du Gras weiter rüberfahren? Er ist auch getankt, stell dir vor, Leonard. Ich seh's. Ah, jetzt sind wir fertig. Feld 18 abgeschlossen.
Ah, jetzt sind sie zufrieden, sehr gut. Wunderbar, dann packen wir zusammen. Auf zur 12, ich habe schon den nächsten Auftrag. Ah! Okay. Das krass abfahren. Schreibst du die Rechnung, Peter? Mach ich. Mit Vergnügen. Von wo das Gras abfahren? Von unserem Lager? Rüber in die BGA, in das Fahrsilo, in das Keilsilo. Da bin ich gerade auch schon dran. Wo ist unser Lager? Der, der die neue Hütte steht in der steht schon an der BGA. Ich hatte gerade das. Die neue Hütte da, die wo man reinfahren kann. Bei uns oder was? Oder wo ja, bei uns sein? Auf dem Hof, ja. Ach, das. Geres. Die Lage, oder? Gras rausnehmen. Och, ein Glas ist im Angebot. Wo? Ja, mal im Shop. Das Google. Aktion. Mit. Ja, genau denselben wie die. Bei dir. Meinen? Ja. Nur mit ein bisschen weniger PS. Und dann kann man ja aufrüsten. Das Gras. Für 158.000. Das ist günstig, oder? Das Gras soll dann unser Silo, oder? Oder die Silage. Ja, in so. Die. Hinten, ja. In das Fahrsilo. Da siehst du schon, da ist schon ein bisschen angehäuft. Da muss noch einer rein. In das Bunkersilo, so direkt vorne an. Jetzt so richtig da. Mit Silo und so weiter. Dann am Ende auch die BGA befüllen. Dann brauchen wir ja auch mal so einen Radlader, oder? So einer richtig mächtigen Silageschaufel. Würde sich wahrscheinlich mal anbieten, oder? Mhm. 339 kostet er neu. Ja. Hälfte? 12. Wo sind die? Ach, ganz da unten. Ah. Ja, das ist klein, das schaffe ich auch alleine. Ja? Okay. Vor allem, ich habe ja den Tank wieder voll. Sollen wir den, na, den Tank müssen wir dann aber abholen, oder? Ja, den müssen wir irgendwann auch nochmal da wieder. Ne, wir haben noch Sprit an der, am Hof. Ne, wir meinen hier Gärreste. Ach so. Den mobilen, weißt du, diesen Containertank. Feldrandbetankung. Mit was holen wir denn? Haben wir da so eine Zugmaul oder irgendwas? Was haben wir denn da? Ich glaube, ein Traktor ist dafür in Ordnung. Reicht der schon? Ja, ja. Würde ich den holen, würden in die BGA stellen, oder? Ja. Soll ich das hier unten rausbringen? Hm? Soll ich das Gras hier unten rausbringen jetzt? Ja, einfach ausladen? Hier entladen. Rückwärts reinfahren im Bunkersilo und dann entladen. Steuerung I. Glaube ich, ist das in. Also von unserem Silo oben oder was? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich merk's. Was ist jetzt deine Frage? Du musst. Oh Gott, das ist. Oh Gott, okay, ich bin leer runtergefahren, weil ich dachte, hier unten muss ich irgendwas abfüllen. Achso, nee, du brauchst mal Gras von unserem Hof rüber zur BGA. In das Keilsilo. Wow. Sieht nicht schön gut an. Nein, da gab's einen Notfall. Notfall. Wieder? Ja, alles gut. Die fahren alle hier wie besenkte Säue. Ja, die Kurve war hier. Ja, sagst du, Skiffy, ich bin auf meine Fahrbahn. Nein, ich bin auf meiner gewesen. Du warst auf meiner.
So, meine Lieben, alles soll's für diese Folge schon mal gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.